Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich zur Podcast-Reihe Reden wir über Gier begrüßen. Heute spricht der Tierschützer Friedrich Müllen von der Soko Tierschutz e.V. über das Thema die Gier nach Billigfleisch. Mein Name ist Peter Schaller, ich bin Mitarbeiter des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg. Sind Sie gerade im Einsatz? Ja, also wie man sieht, ich sitze im Auto, wir haben jetzt mal schnell angehalten, kommen jetzt von einer Woche Einsatz zurück. Wir haben Informanteninformationen überprüft. Das heißt, ja, wie es halt bei uns so passiert, Schlachter, Tiertransportfahrer, Leute aus der Tierausbeutungsbranche melden sich bei uns und sagen, guckt euch das mal an, könnt ihr das nicht abstellen, das Veterinäramt tut nichts. Also ist unsere alltägliche Aufgabe, die leider damit verbunden ist, ja, tausende Kilometer quer durch Deutschland zu fahren. Was ist für Sie Gier? Also Gier ist natürlich eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Ich denke, das kennt jeder von uns. Kaum einer kann sagen, er hat dieses Gefühl noch nicht gehabt, ich auch nicht. Aber Gier ist eben eins der Dinge im Menschen, die natürlich gefährlich sind. Ja, man kann vielleicht denken, man hat eine Sehnsucht nach was, aber das kann natürlich dann leicht zu Gier werden. Und Gier ist für mich die Eigenschaft des Menschen, die halt massive Schäden nach sich zieht, weil es bedeutet, man nimmt sich mehr, als man eigentlich braucht und das auf Kosten von anderen Menschen, anderen Tieren, anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Was treibt den Schweinequäler von Märklingen und die Geschäftsführer der Schlachthöfe in Tauberbischofsheim, Gärtringen und Biberach an? Also in diesem Fall können wir sicher davon sprechen, dass Gier einer der Hauptantreibenden ist. Weil wenn wir uns einen Schweinemastbetrieb wie in Märklingen vorstellen, wo wirklich hunderte Tiere eigentlich unter katastrophalen Bedingungen vor sich hin vegetiert haben, sehr viele Tiere im Sterben lagen, da muss doch eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen, dieses Tier erlöse ich. Aber nein, die Leute denken dann, ja gut, das Tier mag nur noch auf drei Beinen gehen oder das Tier mag eine tellergroße Wunde am Körper haben, die sich immer tiefer in den Körper frisst. Aber sie denken, naja, das wird schon wieder werden und vielleicht, wenn ich noch ein bisschen dran rumarbeite, dann kann ich aus diesen Lebewesen noch Geld machen. Das Gleiche gilt für die Schlachthöfe. Zeit ist Geld. Und was bedeutet dieses Zeit ist Geld? Das bedeutet, dass man versucht, die Tiere, die natürlich nicht in ihren Tod gehen wollen, wie in Tauberbischofsheim, möglichst schnell in den Tod zu zwingen, indem man dann Elektroschocker anwendet, leider auch in Bereichen wie zum Beispiel After im Gesicht. Damals waren es ja bei einem Tier an die 120 Elektroschockstöße innerhalb von 2-3 Minuten. Und auch da drückt sich es wieder aus Gier, aber nicht direkt über den Hauptverantwortlichen. Derjenige, der am meisten Profit aus dem Leid dieser Tiere schlägt, ist ja bei Weitem nicht der slowakische Lohnsklave, der selber unter prekären Bedingungen arbeitet, sondern natürlich der Chef des Schlachthofes oder zum Beispiel der große Lebensmittelkonzern, der wiederum den weltgrößten Fastfood-Konzern dann mit diesem Fleisch versorgt. Also man kann da die Gier staffeln. Welche Rolle spielt Profitgier beim Discounter? Also wenn ich vor einem Supermarkt stehe, gerade vor den Discountern, sehe ich ja immer diese Plakate. Hier Chicken Wings, das Kilo für so und so viel Cent. Hier Rinderhack für so und so viel Cent. Da fängt auch ein Punkt natürlich an bei dieser ganzen Ausbeutungskette, der ganz, ganz wichtig ist, nämlich die ganz persönliche Gier der Bürger und Bürgerinnen. Man geht da rein und ist bereit, für ein gequältes Lebewesen eigentlich nicht mal irgendeinen ernsthaften Preis zu bezahlen. Man möchte, dass es an einem verramscht wird. Und das sieht man ja auch an der Werbung der Discounter. Die werben gezielt mit Fleisch, weil man weiß, mit Fleisch kann man einfach die Gier der Menschen am meisten empfachen und damit dann im Endeffekt natürlich trotz niedriger Preise gigantische Profite erzielen. Deswegen sagen wir von Soko Tierschutz auch immer, der Verbraucher, die Verbraucherin hat es in der Hand. Wenn die einfach diese Begierden drosseln, dann würde das in diesem System viel verändern. Denn im Endeffekt, wenn es keiner kauft, dann wird es auch nicht angeboten. Dieses System beruht auf Angebot und Nachfrage. Warum sind Verbraucher so gierig auf Billigfleisch, obwohl die meisten von ihnen die Folgen kennen?
wenn man die Menschen fragt, wenn ich jetzt in die Fußgängerzone gehen würde und würde fragen, was kaufen Sie denn für Fleisch? Dann sagen 90% der Leute, sie kaufen nur beim Bauern um die Ecke, beim Metzger des Vertrauens und natürlich fast nur Bio. Wenn wir die Realität ansehen, 2-3% Bioanteil. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Und leider ist es ja auch so, dass auch diese katastrophalen Schweinemastbetriebe, die wir aufdecken, das sind ja auch alles Bauern um die Ecke oder die Schlachthöfe, Metzger des Vertrauens. Also womit wir es hier zu tun haben, ist, dass bei den Menschen sich einfach so Schutzmechanismen im Kopf verankert haben, die die Gier, die diese Menschen empfinden, quasi die Leute realisieren gar nicht, was sie damit anrichten. Die Leute sind sich gar nicht mehr gewahr, dass sie, wenn sie jetzt diese Produkte kaufen, all das anrichten, obwohl sie eigentlich die Informationen haben. Wo sind Sie persönlich ein wenig gierig? Ja, also jeder Mensch hat dieses Gefühl. Also wenn jetzt einer sagt, ich war noch nie gierig, dann würde ich sagen, Sie lügen. Also jeder kennt das, man möchte unbedingt was haben. Bei uns vegan lebenden Menschen ist es halt besonders, wenn es irgendein neues Produkt gibt, also zum Beispiel die erste vegane Crunchy-Schokolade oder sonst was, dann rennt man in den Supermarkt. Und vor kurzem habe ich selber dann 15 Stück davon gekauft. Das ganze Sortiment, ja. Nach mir die Sintflut, der Nächste, der die haben will, geht halt leer aus. Das ist Gier. In dem Fall nicht ganz so schlimm, weil zumindest keine Kühe dafür leiden müssen. Aber es ist in jedem drin. Es ist in mir drin. Es ist wahrscheinlich auch in Ihnen drin. Es ist die wichtige Frage, dass wir uns dem bewusst werden, dass wir immer hinterfragen, wenn ich etwas kaufe, wenn ich etwas unbedingt will, was bedeutet das für mich? Okay, ist cool, wenn ich was Neues habe, ist schön, wenn ich was Leckeres habe und in großen Mengen im Kühlschrank. Aber was bedeutet das für andere? Nicht nur für andere Menschen, nicht nur für unsere Nachbarn in unserem Wohnort, sondern auch für andere, zum Beispiel die Menschen in anderen Teilen der Erde, die halt dann zum Beispiel unter Überschwemmungen oder Dürren leiden, weil wir eben so gierig sind, sondern auch für andere Lebewesen auf dem Planeten. Und da meine ich jetzt alles. Nicht nur den tollen Orangutan, den wir natürlich alle sympathisch finden und gerne retten, sondern auch den Sandaal im Mittelmeer, der halt vielleicht an Schweine verfüttert wird als Futtermittel. Also wir müssen uns einfach klarer werden, was unser Konsum, unsere Lebensweise und natürlich auch unsere Sucht nach Konsum und damit unsere Gier, was das bedeutet und dass wir versuchen, so einvernehmlich mit anderen Leben auf diesem Planeten umzugehen, wie nur irgendwie möglich.